wo stehe ich, wo geht es hin, welche Empfindungen habe ich, welche Talente, welche Berufung, bin ich da, wo ich bin, jetzt gerade richtig? Die Antworten, die kriegt man in der Astrologie. Also wenn ich mir das überlege, wie ich das Thema Astrologie angegangen bin, als ich das Gespräch mit Ernst Albrecht-Föhringer hatte, war ich sehr skeptisch. Und ich habe mir immer gedacht, Astrologie, sowas gibt es gar nicht. Es war für mich einfach irgendwie unwirklich, esoterisch. Der Wandel kam letztendlich, es war von außen, kam mit viele Veränderungen auf uns zu. So manche Kunde hat sich verabschiedet und überlegst du dir, was tust du hier und warum machst du es eigentlich? Und dann darf man Veränderungen zulassen. Der Begriff Wirtschaftsastrologie. Wenn ich einfach festgestellt habe, durch meine langjährige Tätigkeit in Unternehmen, mit Unternehmen, dass viele Menschen einfach nicht motiviert sind, nicht begeistert sind. Und da wusste ich, okay, da ist ein unfassbares Potenzial, wenn Menschen keinen Spaß haben, das zu tun, was sie wirklich tun sollten. Ich nehme sehr viel von den Kursen mit. Jeder Kurs ist in sich geschlossen, also hat immer ein bestimmtes Thema. Und da gibt es natürlich immer Berührungspunkte, die mich selber antriggern. Und jeder wird wirklich von der Pike auf durchgenommen. Und man lernt die verschiedenen Charaktere kennen und vor allen Dingen, wie lese ich so ein Horoskop. Ich finde das Thema hochspannend, das ist sehr interessant. Das sagt jedem was über sein Leben und man weiß einfach später, wie die Lebensziele sind, was sind meine Talente, was sind meine Begabungen, worauf muss ich Acht geben. Gesundheitlich, welche Risiken, welcher Partner passt zu mir. Also es deckt alle Lebensbereiche ab, die wichtigsten für einen selber und was man auch weitergeben kann für andere später. Wie bin ich da drauf gekommen zu beraten? Ganz einfach, steht in meinem Horoskop. Die Astrologie ist ja eben Jahrtausende alt und ist eine Symbolsprache. Und die Symbolsprache können wir lernen. Im Radix, im Horoskop, ist aufgezeigt, welche Potenziale wir haben. Und diese Potenziale kann man benennen. Und das mache ich in Unternehmen. Für den Unternehmer, Teamzusammensetzung und eben auch Führungspersönlichkeiten oder natürlich auch für Privatleute. Also man kann das Gelernte relativ schnell umsetzen. Es kommt sehr viel zurück. Also ich denke, nach 2, 3 Seminaren, wenn man sich gut vorbereitet und Zeit auch investiert außerhalb des Seminars, kann man recht schnell anfangen zu beraten. Vielleicht nicht so ausführlich wie später. Also es kommen viele Themen dann noch dazu im Laufe des Seminars. Aber man kann sehr schnell sehr viele Aussagen auch treffen. Und das ist schon sehr gut. Man kann sehr, sehr schnell anfangen, einfach mal die Talente des Menschen tatsächlich zu erkennen. Da wird man sehr schnell und gut ausgebildet. Es geht so schnell, dass ich doch tatsächlich meine Berufung schon verändert habe. Ich bin raus aus der Werbung und bin jetzt als Astrologe unterwegs. Und es funktioniert sehr gut. Also letztendlich wäre es für jeden Menschen was, ganz klar. Es gibt 2 Ansatzpunkte. Der erste Ansatzpunkt ist der Ansatzpunkt, ich lerne mich in diesem Jahr um ein Zigfaches besser kennen. Wo sind meine Bedürfnisse? Wie agiere ich in die Welt? Wie will ich wohnen? Mit wem umgebe ich mich gerne oder eben nicht so gern? Wo soll ich meine Berufung und in was leben? Also alle Lebensbereiche. Und dann ist der zweite Ansatz, dass ich dann eben das auch lehren kann, an andere Menschen weitergeben kann. Empfehlenswert definitiv für jeden Unternehmer. Ich würde den Kurs sehr gerne weiterempfehlen, weil der Ernst eine ganz spezifische Art und Weise, eine lockere Art und Weise hat, das Ganze rüberzubringen. Also es ist nicht langweilig. Bei Leuten, die dafür offen sind, bei Mandanten, die dafür offen sind, empfehle ich den Ernst Albrecht Föhringer, weil ich ihn schon lange kenne, weil ich ihm vertraue, weil ich weiß, was er kann. Er ist absolut seriös und betreibt das Thema sehr professionell. Also die es jetzt interessiert, die können anrufen. Die können auf meine Homepage gehen, wo auch nochmal die ganzen Bereiche aufgelistet sind, weil es ja um sich verschiedene Lebensbereiche geht. Neugierig geworden? Einfach bei mir melden und einen Termin ausmachen.